Lilia ist ein magisches Rehkitz, das Träume für Mutter Baum sammelt. Mit ihrem Stab bewaffnet, hüpft sie in Kämpfe hinein und wieder in Sicherheit und wiegt dabei die Gegner in den Schlaf. Tut mir leid, tut mir leid. Die Welt ist groß und gefährlich, aber du resignierst nicht. Willkommen zum Champion Spotlight mit Lilia. Blütenschwung fügt nahen Gegnern magischen Schaden zu und verursacht absoluten Schaden im äußeren Bereich. Die Fähigkeit hat auch eine passive Komponente. Trifft Lilia Gegner mit Fähigkeiten, erhöht sich ihr Lauftempo für kurze Zeit. Das Tempo steigert sich bis zu 5-mal, damit du ordentlich die Hufe schwingen kannst. Apropos passiv, sie hat noch eins. Fähigkeiten hüllen Gegner in Traumstaub, der abhängig vom maximalen Leben Schaden über Zeit verursacht. Schau, wer endlich aufgeblüht ist! Lilia holt weit aus, springt nach vorne und fügt Gegnern in einem Bereich Schaden zu. Im Zentrum tut massig Schaden richtig weh. War das ich? Doch nicht nur Gegner sollten aufpassen, denn Lilia kann mit dem Sprung keine Mauern überwinden. Lilia schleudert eine Wirbelsaat, die getroffenen Gegnern Schaden zufügt und sie verlangsamt. Die Saat rollt unbegrenzt weiter, bis sie auf einen Gegner oder Terrain trifft. Da sie über die ganze Karte purzeln kann, solltest du rechtzeitig ausweichen und Vorsicht wirbeln lassen. Alle Gegner mit Traumstaub werden schläfrig und langsamer, bevor sie einschlafen. Entfernung spielt dabei keine Rolle. Schlafenszeit! Werden sie durch Schaden wachgerüttelt, ist dieser erhöht. Das Sandmännchen ist auch nicht mehr das, was es mal war. Lilias Spezialität ist Schnelligkeit und Schlaflieder. Spring rein, schläfre ein, hau rein und tänzle davon. Tut mir leid, tut mir leid! Kann ich mit Hufen auf Zehenspitzen laufen? Räume zu Spielbeginn mit Blütenschwung die Dschungellager leer. Lass dich nicht von den Monstern einschüchtern und nimm Fahrt auf. Der zusätzliche Schaden entsteht immer auf derselben Entfernung. Wenn du den Dschungel leer räumen willst, musst du die Monster für maximalen Schaden rückwärts zu dir locken. Erst deine Wendigkeit macht aus dem Rehkitz einen röhrenden Hirsch. PvP-Kämpfe sind zu Spielbeginn noch schwierig, also laufe Gegner lieber schnell davon. Dein Tempo ist Gold wert, solange du ein leichtes Ziel bist. Man beurteilt eine Blume nicht nach ihrer Knospe. So. Wenn du stärker wirst, kannst du mit sanftes Schlaflied in letzter Sekunde entkommen oder dösende Gegner deinem Team ausliefern. Im mittleren und späten Spielverlauf solltest du wichtige Gegner mit dem äußeren Rand von Blütenschwung oder im Zentrum von Vorsicht Ieb erwischen. Wer pennt, verliert. Ich stelle mich jeder Gefahr, aber in die Augen schaue ich ihr nicht. Über die Links in der Beschreibung erfährst du mehr zu Lilia. Und nicht vergessen, glaube immer an deine Träume.